Moin, dicker Mann Filme, der Cora hier. Heute wieder mit Let's Do Was Sinnvolles, Let's Play Shovel Knight, Steel Tie Shovel. Und das immer wieder, Shovel Knight. Jetzt gehen wir einfach zum Apfelsteich. Der Apfelschkönig, halb Apfel, halb Fisch. So, hier können wir drei verschiedene Tränke für unsere Kelche sammeln. Einmal voll heilen, einmal 10 Sekunden unverwundbar und Geld absorbieren. Ich bin ein großer Fan von voll heilen. Das müssen wir uns nur einmal angucken. So, das angeln wir hier eben noch. Jede Menge Äpfel und das Notenblatt. So, ab zu King Knight. Oh, und vielleicht das erste Secret. Ich nehme schon hier drüben. So, hier sehen wir Glitzer in dem Abgrund. Das heißt, da können wir angeln. Fisch. Fisch ist das wert. An bestimmten Stellen sind auch Abfische drin, die mir im Feld ein Sekret auffüllen. Allerdings darf ich mir da nicht aussuchen, sondern bekomme eins nach ihrem Gusto. Mana-Töpfchen. Füllen wir uns dann Mana wieder auf. Mana-Töpfe. Hier ist jetzt zum Beispiel Abfisch drinnen, da kriegen wir ein Heilsekret. Da wir aber noch zwei Stück haben, kann ich mir das Angeln jetzt einfach noch sparen. Oder es war halt ein weiterhin. Ne, hier war Geld. Und dann war das nächste mit dem Abfisch. Und essen. So, was man nun machen kann, ist, diese Kontrollpunkte zerstören, das Geld drinnen.
Allerdings gilt er dann nicht mehr, wenn man zerstört. Das heißt, wenn man sich sicher fühlt, was man tut. Ohne Aufladen. Oh, das war gerade ein gegnerischer Ritter. Ohne Aufladeschlag sind die ein bisschen nervtötend. Ich werde sie definitiv nicht brauchen, weil ich bin so toll. Und ich bin einfach nur ein Idiot. Man sieht jetzt halt, was ich vorhin schon einmal sagte, jetzt sind keine Schätze mehr drin. So, und jetzt sieht man es hier. Das Geld, was ich verloren habe durch meinen Tod, schwebt da jetzt noch. Das heißt, wenn ich vor meinem nächsten Ab... Oh Gott. Ich glaube, jetzt machen wir nochmal. Vor meinem nächsten Ableben rechtzeitig wieder da bin. Ohne nochmal zwischendurch zu verratzen. Kann ich mir alles wiederholen und demnach ist der Tod einfach bloß, ja, hinnehmbar. Wenn man sich nicht als blöder anstellt, wie ich gerade. So ist das, wenn man gierig wird. Das schief gehen will. Irgendwie war es mir klar. Just immer, wo ich Dinge kaputt machte, wusste ich, dass ich failen werde. Ja, genau, springt rüber. Oh, und hier kriegen wir jetzt den Feuerballstab. Sehr, sehr praktisches Ding.
Stelle endlich geschafft. Das ist schon peinlich. Ihr seht mich an, wie gut ich bin. Derp. Sehr praktisch, der Feuerwehrstaub. So. Weil ich dazu gelernt habe, dass ich den jetzt nicht heile. Miniboss. Ach, das bin ich awesome. Ein Schatz. Langsam häuft sich das Gold wieder an. Hopp. Aufnahmeangriff sind sehr viel einfacher. Oh, das klingt so. Hier war der Abfisch.
voll gemacht. Ganz voll. Und Boss. King Knight. Der Typ scheint einfach an Größenwahn zu leiden. Ja, genau. Gerechtigkeit der Schaufel. Todeskonfetti. Aber das war King Knight. Und diesmal schlafen wir ruhig. Ohne seltsamen Traum. Puff, erst ist er weg. Und ist ein wandernder Gegner. Den machen wir nächstes Mal. Jetzt gehen wir noch einkaufen. So, jetzt haben wir wieder jede Menge Notenblätter abgegeben. Kaufen uns dafür jetzt erstmal mehr Lebenspunkte. Die kann ich mir gerade nicht leisten. Und maximal Leben erhöht. Hier gibt es noch mehr maximales Mana. Das steigt auch im Preis deutlich an. Deswegen. Ja, und wir sehen uns im nächsten Teil.